andere Richtung. Guten Morgen aus Tropea. Der Max steht schon bereit, macht Bilder. Oh mein Gott, ist das nicht schön? Da ist der Luki, schaut auch schön aufs Meer. Da ist der Lassie. Oh Gott, ist das herrlich. Das ist ein Ausblick. Leute, ihr müsst unbedingt hierher kommen, nach Tropea. Wahnsinn. Nein, ich werde nicht von Tropea gesponsert. Schade eigentlich. Ah, es ist so schön. Herrlich. Ich freue mich jetzt aufs Meer. Max macht Selfie mit der Oma. Ach, der gefällt dir nicht, der Hintergrund? Okay, einmal die Kirche, bitte ein bisschen nach da. Guten Morgen! Hallo meine Lieben, ein neuer Familienvlog von uns. Allerdings diesmal nicht aus Deutschland. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, das Meer ist hinter mir. Wir sind jetzt in Tropea angekommen, 4 Stunden entfernt von meinen Eltern und ich bin total glücklich, hier zu sein. Gleich passiert was ganz, ganz Besonderes. Ich bin super aufgeregt. Hier ist nämlich der Lassie und der wird gleich fliegen. Wie nennt sich das? Paragliding. Genau. Und die Mama ist total aufgeregt. Wir nehmen euch wieder mit heute in diesem Video. Ich zeige euch ein bisschen was von Tropea und wie wir hier eben unsere Zeit verbringen, unseren Urlaub. Und wie gesagt, ich bin total aufgeregt, deshalb mache ich jetzt schon mal Schluss. Das Boot kommt nämlich gleich. Und sorry auch wegen meiner Sonnenbrille, aber die Sonne scheint mir total aufs Hirn. Wir haben jetzt hier schon, ich glaube, 35 Grad. Locker. Ja, locker und es ist erst 9.30 Uhr am Morgen, ne? Egal, wir werden auf jeden Fall schwitzen. So, wir nehmen euch mit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Los geht's. Gleich kommt das Boot. Da sind wir wieder. Da ist meine Mama. Ciao. Ich bin jetzt gerade ein bisschen genervt, weil der Typ mich nicht aufs Boot gelassen hat mit dem Lissandro. Mein Mann ist zwar dabei, aber ich wollte natürlich schon dabei sein. Ich habe nämlich ein bisschen Angst und außerdem wollte ich natürlich filmen. Der Lissandro hat aber eine GoPro dabei. Und jetzt schauen wir mal, ob das überhaupt was wird. Und ich bin echt immer noch total aufgeregt. Wir beobachten die jetzt mal und müssen hier warten 1,5 Stunden. Wir werden dann mal hier hochgehen. Schaut mal da, könnt ihr das sehen? Da ist die Kirche. Da werden wir dann mal hochgehen. Ich war da letztes Jahr auch schon. Aber meine Mama will natürlich auch mal hochgehen. Und ja, dann warten wir mal hier auf meine Männer. Da ist er, der Lassie. Da gehen sie jetzt gerade hoch. Hier haben wir jetzt einen wunderschönen Ausblick von der Kirche aus. Schaut es euch an. Es ist einfach traumhaft. Und hier oben stellen wir uns abends immer hin und schauen dann quasi auf die Kirche so. Ne? Die ist dann total beleuchtet. Dann sieht man hier alles nochmal so schön. Es ist auch beleuchtet. Ja, einfach traumhaft hier oben. So, angekommen. Ich habe mir jetzt hier gerade mal so ein Tuch übergeworfen als Schutz, damit wir jetzt hier in die Kirche gehen können. Es ist so, so heiß. Ma, quanti gradi sono? Quarantina. Es ist echt heiß. Ja, und jetzt gehen wir da mal rein und beten, dass wir gesund sind. Und dass wir gesund hier angekommen sind. Jetzt kommt das wieder hier rein. Schaut, das lege ich jetzt zusammen. Und dann kommt es in das Körbchen rein. Da kommen sie wieder. Ah, jetzt bin ich gespannt, was mir der Lassie erzählt. Ah, er grinst. Okay, das ist ein gutes Zeichen. Da ist er, der Lassie. Und wie war's? Cool. Du musst mir alles erzählen. Okay. Vai col selfie, vai. Palla in mezzo alle gambe dei vostri avversari. Ok? Adesso circolerà il pallone e voi dovete semplicemente far passare il pallone in mezzo alle gambe a chi vi sta a fianco. 3, 2, 1, è stato eliminato! No! Più forte è stato eliminato! No! E allora viene anche eliminato chi? Kurze Pause. Wir essen ein Arancino. Das ist was ganz Typisches. Da ist Reis drin und in der Mitte, also es ist
Meine Mutter telefoniert. Pronto. Der Max telefoniert auch. Also, auf jeden Fall ist es Reis hier außenrum und in der Mitte ist eine Füllung mit Hackfleisch und Erbsen. Gibt es natürlich auch vegetarisch. Und der Max, der haut jetzt rein. So, schaut, so sieht es aus. Das ist die Füllung. Lecker. Also Max, lass es dir schmecken. So, der Lacey, der wünscht sich gerade ein Trikot. Und, magst du das haben? Che misura? 12. Quanto costa? 10 Euro? 10 Euro. 10, ja. Okay, der Lacey hat nämlich noch Geld von der Zahnfee, ne? Ja. Halt's mal dran, ob's dir passt. Sieht groß aus. Soll ich mal drüber ziehen? Macht ja nichts. Ja, ein bisschen größer ist immer besser. Du bist auch groß. Ja, zieh's mal drüber. Mal, faglielo mettere un po' così vediamo. Probier mal. Ja, probier's mal. Max, was kaufst du denn wieder für Zeug da hinten? Hallo? Was denn? No, was kaufst du denn schon wieder? No, questo va bene. Das ist gut, Lacey. Ja. Muss auch ein bisschen größer sein. Ja, die Oma hat recht. Was hast du da, Max? Schnapsgläschen. Schnapsgläschen. Die kurzen. Okay, also wir kaufen jetzt mal das Trikot. Sam, guarda me, però. So, wir haben das jetzt gerade nochmal aufgeklärt. 2 Euro, wenn man das Bild selbst macht mit dem Handy und 5 Euro, wenn er es macht mit seiner Kamera und es dann ausdruckt. Da hatte da hinten dann so einen Drucker. Und dann ist er ja zu Max gekommen, ja, und dann meint der Max so, nee, ich unterstütze keine Tierquälerei. Und dann ist er zu mir gekommen. Okay, ich habe Angst gehabt. Ja. Okay, jetzt gehen wir da hoch mal noch Nachtisch essen. Die Leute gucken mich total komisch an. Bis gleich. Und jetzt gibt's lecker Abendessen. So sieht unser Tisch aus. So sieht der Max aus. Der Max hat Hunger. Ich zeig's euch. Das ist die Vorspeise. So, und meine Mama nimmt sich gerade Vitello Tonnato. Kennt ihr das? Voll lecker. Richtig lecker. Und ich schau mal, was ich hier nehme. Der Max schleicht beim Salat rum. Max, probier mal den Salat hier. Der schmeckt dir bestimmt nicht. Und? Lecker? Ach, du bist noch nicht fertig? Okay. Wie gesagt, da vorne sind Meeresfrüchte. Hol sie dir. So, meine Mama hat sich einen typischen italienischen Teller gemacht. Mit Fisch. Max natürlich Salat. Und das ist mein Vorspeisenteller. Und jetzt lassen wir es uns schmecken. Meine anderen Männer mögen keine Vorspeise essen. Die freuen sich auf ihre Nudeln. Und los geht's. Hier ist Mlugi sein Teller. Es gibt Spaghetti Bolognese. Ersten Gang sozusagen. Der Max hat Linsensuppe und wir haben jetzt Risotto und zwar mit frischen Steinpilzen. Che altro c'è ma? Pesce. Und Fisch, also irgendeine Fischart. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. So, und jetzt haben wir einen zweiten Hauptgang. Schwertfisch habe ich jetzt hier und die Kinder bekommen Hähnchenbrustfilet paniert mit Pommes. Und jetzt lassen wir es uns wieder schmecken. Und hier ist der Nachtisch und ich platz gleich. Wie immer hier in Italien. Hallo, hallo, da sind wir wieder und da ist meine Mama. Wir haben uns jetzt zurecht gemacht und gehen jetzt ein wenig spazieren, dann nehme ich euch wieder mit. Und heute Mittag war es richtig, richtig schön am Meer und am Pool. Stanno bene, capelli, ma stanno bene. Ich gehe mal ein bisschen in die Innenstadt und ich nehme euch wieder mit eine Runde. Und Alessandro erzählt euch morgen, wie es beim Paragliding war, weil jetzt ist er ein bisschen kaputt. Oder Lassie? Ja, jetzt ist er so ein bisschen kaputt. Erzählt euch aber morgen, wie es war. Also, ich zeige euch die Stadt von Tropea. Andiamo, ma. Schamani. Schamani. Das war Dialekt. So, wir laufen jetzt, wie gesagt, noch eine Runde. Und meine Mama ruft noch kurz meinen Papa an. Der konnte ja leider nicht mit, das erzähle ich euch dann, warum. Und hier ist es noch so, so warm. Ma quanti gradi saranno? Na, ungefähr 30 Grad noch. Ja, auf jeden Fall ist es richtig schön. Und ja, und ich zeige euch jetzt, wie schön Tropea ist bei Nacht. Oh, da ist der Max. Schau mal, was da los ist hier. Oh Gott, Wahnsinn! Oh,
Da vorne ist jetzt auch noch mal eine Aussichtsplattform. Da kann man dann auch noch mal auf die Kirche schauen. Aber da drüben ist die richtig schöne Aussichtsplattform. Und hier mit dem kleinen Trenino fährt man dann durch den Ort und kann sich alles anschauen. Ist auch richtig schön gemacht. Hier sind so Künstler am Werk. Sieht auch schön aus, was er da macht. Jetzt gehen wir aber mal ganz kurz dahinter zu der Aussichtsplattform. Komm, Lucky. Ja. So, und jetzt laufen wir mal davor. Dann zeige ich euch da vorne den wunderschönen Ausblick. Ich liebe es, hier zu stehen. Tada! Da ist die Kirche. Und da ist das Meer. Wunderschön ist das hier. Ja, und hier stehen natürlich die ganzen Leute und schauen sich dieses Spektakel hier an. Wunderschön ist es wirklich. Und der Max und die Mama müssen natürlich auch nochmal gucken. Die Beate, Ma. Und Max, wie findest du es? Sí, sí. Schön, Max? Ja. Voll schön, oder? Da sind so schöne Sachen. Alle handgemacht. Und ich finde es richtig schön. Ich habe jetzt mal geschaut, 120 Euro kostet so ein Teil. Aber wie gesagt, es ist halt handgemacht. Ne? Steckt ganz viel Zeit drinnen. Und ja, ist ein schönes Souvenir aus Tropea, hier natürlich auch. Ganz viele Souvenirs, aber die brauchen wir jetzt nicht. Wir waren ja letztes Jahr schon da und haben ein bisschen was mitgenommen. Und dann sind natürlich Zwiebeln ganz wichtig in Tropea. Ne? Dafür ist Tropea bekannt, für die rote Zwiebel. Sehr, sehr lecker, haben wir letztes Jahr auch mitgenommen. Überall an jedem Stand sieht man rote Zwiebel. Und wir werden mit Sicherheit auch natürlich welche mit nach Deutschland nehmen, ganz, ganz klar. Und für meinen Papa werden wir natürlich auch welche mitnehmen. Da bin ich wieder. So, wir sind jetzt total kaputt im Hotelzimmer angekommen. Wir läuten jetzt das Abendprogramm ein. Ich glaube, es ist irgendwie nach Mitternacht. Ne? Wir sind, ich sag's euch, 8 Kilometer gelaufen. 8. Und gestern waren es 11 den ganzen Tag. Also hier wird wirklich viel rumgelaufen und geschaut. Und deshalb ist man dann abends natürlich total kaputt und natürlich auch ja, vom Meer, vom Pool und so weiter. Ne? Aber jetzt schlafen wir und dann sind wir für morgen wieder fit und dann nehme ich euch wieder eine Runde mit und jetzt würde ich mal sagen, buona notte. I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown, cause my body's aching.